Im letzten Video habe ich das gesamte Design der gesamten Schalker Farm beendet. Und es sind unfassbare Resultate hinausgekommen. Das, was sonst niemand machen würde, sind Dinge, die ich erledige und woran ich denke. Ebenfalls habe ich einen eigenen Discord-Server. Und ich bin auch momentan sehr aktiv, was Motorvlogs angeht. Also schaut vorbei. Viel Spaß im Video. Wir müssen die Farm maximal, keine Ahnung, 30 Minuten mal durchlaufen lassen oder so. Wenn wir dann die Farm 30 Minuten durchgelaufen haben, können wir hier auch die Wall beenden. Die muss jetzt aber erstmal so bleiben, weil wir einfach zu arm sind. Wir haben einfach nicht genug Schalkerkisten. Es ist Real Talk, richtig, richtig traurig. So, ich überlege, ob wir außerhalb irgendwo noch unser Banner platzieren. Fürs Markenzeichen, wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wo wir es platzieren? Ich weiß nicht, ob das irgendwann jemals jemand sehen wird, aber es ist egal. Jungs, das Banner wird in die Geschichte eingehen. Ich sag euch, wie es ist, Mann. Oh, oh, Digga. Puh. Auch mit der Farbe im Hintergrund, ne? Ab dafür. Das nenne ich geschafft. Dann zünden wir das Portal hier. Oh, was ist das denn? Seht ihr das? Okay. Zünden wir das erstmal wieder an und lassen das so. Die Schalker dahinter kennt man auch kaum, ne? Oh, wir gucken mal, ob eine weiße Schalker besser zu erkennen ist. So, gucken wir mal, wie das hier jetzt aussieht. Doch, weiß passt besser. Weiß erkennt man auch besser als Schalker. Also guck mal, Magenta erkennt man halt gar nicht. Aber weiß, da sieht man wenigstens diese Umrandung noch irgendwo ein bisschen. Wir werden auf jeden Fall alle weiß machen. Definitiv. Warte, das mache ich jetzt noch schnell. Ab dafür, ja, weil weiß sieht viel, viel besser aus. So, schnappe ich mir mal hier meinen Krimskram. Ich habe jetzt als nächsten Plan vor, nachdem wir jetzt dort hinten Schwerter designt haben, endlich auch das Nether-Portal gebaut haben, vom Design her. Und ey, Bruder, Chocuzel sieht's aus, es ist wirklich unfassbar. Kommen wir mal zu dem Raum hier, der auch Chocuzel aussieht. Zwar bin ich mit dem nicht ganz so zufrieden wie da hinten, aber der sieht auch, guck mal, so im Ergebnis. Alter, oh mein Gott, was? Alter, man sieht einfach die Schwerter von hier. Junge. Alter. Ich liebe mich. Ja, okay, aber ist jetzt erstmal egal. Denn wir machen jetzt so weiter. Ich will hier noch einen Kronleuchter unbedingt reinbauen. Und für das Kronleuchter oder für den Kronleuchter habe ich bisher noch gar kein Design. Es muss irgendwas sein, was auf jeden Fall hier in den Raum passt. Was relativ gut aussehen würde. Aber da müssen wir dann mal gucken. Ich würde den jetzt erstmal vorbauen, Chat, im Creative. Weil den jetzt live in Farbe hier hinzubauen, der erste Kronleuchter in meinem Leben, den ich dann selbst designe tatsächlich. Das könnte schwierig werden. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall was anstreben würde mit einer Mauer ganz oben. Dann Eisengittern. Und dann entweder blauen Laternen oder Endstäben. Und vielleicht weißen Glas-Tiles. Das könnte gut aussehen. Das gefällt mir eigentlich relativ gut sogar. Was ist, wenn wir Endwards usen statt Seelaternen? Was findet ihr besser? Endwards oder Seelaternen? Endwards sieht man halt weniger. Okay, Jungs, dann machen wir das mit Seelaternen, ja. Dann werden wir definitiv diesen Kronleuchter hier so übernehmen. So, dann ab dafür. Ab in die richtige Welt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob 8 Blöcke auch passen. Das hier ist die Mitte. Und sagen wir, der geht bis hier. 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hat der 9 Blöcke Durchmesser. Aber er würde eigentlich perfekt reinpassen. Ohne zu nah an die Wände zu kommen und ohne zu weit weg von den Wänden zu sein. Der ist 9, weil die Kette hast du nicht mitberechnet. Ach so. Okay, ja, dann 9. 8. 9 bedeutet, so weit würde der im oberen Kreis gehen. So, jetzt brauche ich einmal die Tiefe. Das wären 1, 2, 3, 4, 13. 13 Blöcke nach unten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 19, 11, 12, 13. Digga, der hängt sogar zu hoch, ne? Ich würde den sogar erst nach, keine Ahnung, 5 Blöcken beginnen lassen. Weil, also, wenn der da oben endet, dann ist das viel zu hoch. Viel, viel zu hoch. Der muss viel tiefer hängen. Ja, der gefällt mir wesentlich besser. Ich überlege sogar, ob wir den jetzt noch ein paar Blöcke nach unten setzen. Das sieht schock aus, Chat. Das sieht Real Talk richtig, richtig gut aus. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hier diese Schalker hin platzieren. So am besten, dass sie uns nicht stören. Hier wäre eigentlich am geilsten, glaube ich. Hier stören sie uns nicht. Dann setzen wir jetzt erstmal die ganzen Schalker um und bauen danach
Obwohl, dann müssen wir auch die Schilder umsetzen, ne? Aber da fehlt nicht mehr viel. Die Schilder umsetzen können wir, das dauert nicht lange. So, ja, aber finally, der Kronleuchter ist fertig. Ist ein schöner Eyecatcher. So, warte mal. Also, wir können abhaken. Kronleuchter Schalker Grau kann weg. Erklärung, wie die Farm funktioniert. Kiste mit Unsichtbarkeits- und den Nitra-Raketen. Plus Raketen. Zack. Dann kann das Schild auch weg. Dann noch Banner setzen. Das weg. Und Tisch in die Mitte, das machen wir jetzt. Tisch in die Mitte. Ah, hier ist der Beacon, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, warum wir keinen Effekt haben, Digi. Stimmt ja. Hier war ja schon immer der Beacon. Ach du Scheiße. Digga, den habe ich ja übel vergessen einfach. Der Beacon ist so derbe, scheiße platziert einfach. Den Beacon setzen wir, glaube ich, definitiv nochmal um. Warte, machen wir hier mal noch Beacon umsetzen. Ich denke mal, wir werden einfach einen Dreier-Beacon auf die Seite da setzen und einen Dreier-Beacon auf die Seite. Dass hier dann nochmal zwei Dreier-Beacon hochscheinen. Das gleiche machen wir am Ende des Weges, dass da dann nochmal zwei Dreier-Beacon hochscheinen. So, setzen wir mal, oder versuchen wir mal, den Tisch hier hin zu platzieren, dass das auch geil wirkt und geil am Ende aussieht. Raum an sich gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, der Tisch wird jetzt nicht zu viel. Das ist wichtig, Mann. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass es darf am Ende nicht nach zu viel aussehen. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, Mann, es passt einfach null. Es passt überhaupt nicht, es passt nichts. Einfach gar nichts, ja, reiß ab. Ja, ich scheiß damit, scheiß drauf. Tischdetail kann dann auch weg. Heißt, Beacon umsetzen wäre jetzt erstmal First Step. Dafür brauchen wir auch noch drei weitere Beacons. Und dann müssen wir einmal abmessen, ob das überhaupt passt mit dem Beacon umsetzen. Also vom Platzmäßigen her. Ich will überall Effekte haben, wisst ihr, wie ich meine? Bedeutet, dass wir, wenn wir hier durch den Gang laufen, durchgehend Effekte haben. Und dafür muss ich, glaube ich, hier am Anfang halt einmal zwei Dreier-Beacon setzen, ein Dreier-Beacon, einer nach da und einer nach da. Und dann halt hier weiter hinten nochmal zwei Dreier-Beacon. Obwohl, hier könnte es schwierig werden, ob das passt oder nicht. Und dann eigentlich auf der Seite. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen einmal Beacons holen, beziehungsweise Wither töten und spawnen und töten. 6 Stück brauchen wir. Zack. So, 6 Stück haben wir. 6 Beacons. Let's go. Das Ding ist jetzt so, wo platzieren wir am schlauesten die Beacons? Weil direkt in der Wand wäre vielleicht ein bisschen sehr so auf eng gedrückt, wisst ihr, wie ich meine? Ich würde es vielleicht einen Block halt weiter außen machen. Auf ganz schlicht, wisst ihr? Dass ein Block weiter außen dann der Dreier-Beacon hier ist. Ja, das könnte ich mir ganz wild vorstellen eigentlich. Da mehr ist, Alter, Maschallah, das sieht so krank aus. Es sieht so unfassbar krank aus. Boah. Was haben wir hier schon wieder erschaffen, Mann? Wir stellen uns mal hier auf die Insel. Guck mal, die Insel hier ist schön. Bruder. Ab dafür. Und soll ich euch mal sagen, die Wolkenkratzer, die ich vorhabe, in dieser Skyline, in diesem Skyline-Projekt zu bauen, ne? Diese Wolkenkratzer werden bis nach da oben gehen. Also ich glaube, der endet jetzt auf Höhe 360 oder so, heißt bis nach da. So groß werden die Wolkenkratzer und dann dazu noch bis Höhe 0. Wollen wir mal gucken, bis wohin die gehen? Die gehen ja, Digga, bis wohin gehen die? Gehen die jetzt unendlich hoch? Ja klar, ich bin doch nicht blöd, die laden sich immer höher. Die haben gar kein Ende mehr. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe, aber Wolkenkratzer würden dann bis hier gehen. Bis hier oben, Digi, würde das Wolkenkratzer-Projekt gehen. Also nur einige Wolkenkratzer, wir bauen ja davon mehrere, wisst ihr? Und dann halt 4 nicht bis Höhe 30, sondern bis Höhe minus 60. Das müsst ihr euch mal geben, wie riesig die werden, wenn du davor stehst. Wenn du davor stehst vor so einem Wolkenkratzer, der ist ja dann auch groß, der geht dann locker vom Umfang her so. Boah, es wird so krank, es wird so, so krank. Dieses Projekt wird so in die Geschichte eingehen einfach. Die Effekte, wie ihr seht, funktionieren erstmal und es sieht verdammt, verdammt, verdammt wild aus. Wir müssen jetzt mal gucken, was die Checkliste weiter ansagt. Also, Beacons umsetzen haben wir.
Banner setzen, wie funktioniert die Farm und die, ja, wir machen jetzt nur noch die letzten zwei Schritte. Obwohl, bevor wir die zwei Sachen machen, würde ich vorschlagen, Chat, dass wir uns jetzt so um den Schalkerfüller kümmern und um das Drop-System, dass es auch ordentlich aufgefangen wird und so. Das ist jetzt eine gute Lösung. Heißt, guck mal, wir haben da oben ein Spinnennetz und dieses Spinnennetz muss aufgefangen werden. Ich baue mich mal dafür jetzt einfach mal, ich bin mal so dreist, baue mich hier raus. Und wenn ihr guckt, hier im Prinzip droppen die Items. Das haben wir schon vorgebaut. Das Ding ist, ich habe das viel zu tief gebaut. Ich will das jetzt von der Höhe her halt wirklich auf Dachhöhe machen, so dass man es nahezu nicht sehen kann von unten, wisst ihr? Oder dass es so aussieht, als würde es von der Farm oder zu der Farm gehören. Bedeutet, wir werden da so ein Auffangbecken bauen. Das Auffangbecken, oder was heißt Becken, der Auffangtrichter wird dann nach hier führen. Wahrscheinlich vier, der geht ja vier Blöcke hoch, glaube ich, wa? Und eigentlich kann sich von da oben jetzt kein Schalker hier ran teleportieren. Ist jetzt mal ein soliden Block. Die können sich hier definitiv nicht dran teleportieren. Heißt, hier wird der Schalkerfüller sein. Und dann werden vom Schalkerfüller aus, den sieht man dann aber von oben. Okay, nee, warte, wir bauen den Schalkerfüller hier quer, so dass man den halt nicht sieht, wisst ihr? Und vom Schalkerfüller ausgehend dann eine Linie mit Trichtern weg, die dann erstmal nach hier hinten führt, hinter das Lagersystem runter und dann in die Kisten, die wir hier haben. Und dann müssen wir uns mal, also ich denke mal, ich werde es dann über ein Dropper-System hier hochführen lassen und dann hier drüber nach da drüben oder so. Ich weiß noch nicht, wie es aufteilen soll tatsächlich. Oder ich lasse es direkt vorne aufteilen, aber dann nicht 50-50, sondern so, dass halt die eine Kiste erstmal voll wird und danach, wenn alle Trichter dieser Kiste voll sind, die anderen Kisten voll werden. Irgendwie sowas. Dann kann ich soweit sagen, dass wir das Lagersystem Redstone-Shit, dass der Shit abgeschlossen ist, glaube ich. Der müsste jetzt finally komplett funktionieren. Aber was wir jetzt nochmal ganz kurz machen, ist das hier abbauen. Weil das ist jetzt vollkommen unnötig. So, und von innen? Ja, guck mal, von innen sieht man es nur so dezent. Also man sieht es von innen eigentlich nur, wenn du wirklich konzentriert drauf hinguckst. Selbst wenn du hier hochläufst und dir die Decke anguckst, siehst du es nicht. Außer du guckst wirklich konzentriert drauf. Sonst niemals, niemals siehst du es. Erstmal ganz grob erklärt, ne, für alle, die es jetzt vielleicht nicht ganz verstanden haben. Die Schalker oben sterben, die dort. Dann wird das aufgesammelt und geht hier in diesen wunderschönen Dropper. Dieser Dropper droppt das raus in das Spinnennetz und das Spinnennetz formiert das so, dass das hier gerade ordentlich runterfällt. Auf einen oder auf wahrscheinlich nur diesen hier, aber ich habe es mal trotzdem drei gemacht, auf drei Trichter. Okay, diese Trichter führen das hier weiter. Dann hier rum, nicht in die Kisten, wie man denken würde, nein, die führen hier rum, hier rein. Und hier wird es spannend, denn hier geht es in einen Schalkerfiller. Ja, das ist die allererste Farm, in der wir einen Schalkerfiller verbauen. Das habe ich ja immer erzählt. Sobald wir auf der 1.17 sind, werde ich nur noch Schalkerfiller bei den Farmen bauen, weil es einfach das Sinnvollste ist. Und ja, das haben wir jetzt hier. Ich muss die Farm erstmal laufen lassen, damit ich genug Schalkerboxen zusammen habe, um diesen Schalkerfüller überhaupt zu befüllen. Weil ihr seht, hier ist ein sehr großes Lager. Und dieses Lager ist lediglich das Lager für die Schalkerboxen, in die dann Schalker-Shells gemacht werden. Ich glaube, wir haben hier, keine Ahnung, 25 oder 30 Doppelkisten, die dann voll mit Schalkerkisten sind. Und diese 25 bis 30 Doppelkisten voll mit Schalkerkisten werden dann voll gemacht mit Schalker-Shells. Das funktioniert über diesen Schalkerfüller. Relativ easy. Hier kommt eine Schalkerbox hin, die wird befüllt. Wenn es voll ist, erkennt das System das, baut die Schalke ab und dann geht's hier rein. Und hier wird's gesplittet. Einmal in die Richtung und einmal in die. Ich weiß nicht, was bevorzugt wird. Ich glaube, der untere Trichter. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht dann die Schalkerbox entweder da lang oder da lang. Und dann werdet ihr auch sehen, wo diese Schalkerbox rauskommt. Denn, wenn wir mal von da aus gesehen jetzt hier lang fliegen und hier raufgehen und reingehen, kommt das in diese Kisten. Damit sind die Trichter verbunden mit diesen Kisten. Ich glaube, nicht mit denen, aber mit denen hier. Alles, was da ist, wird dann voll gemacht mit verschiedenen Schalkerkisten, voll mit Schalker-Shells. Das ist Schokuzell, es ist sehr, sehr heftig, es sieht von außen sehr geil aus. Auch hier, damit ihr das nochmal seht. Da geht es runter, geht dann so rum und dann dahinter im Prinzip, da lang und geht dann in die Trichter darunter. Wir haben jetzt noch, oder wir müssen noch einen Punkt bei der Checkliste ergänzen, denn wir haben zwar viel abgearbeitet, aber das Redstone muss verkabelt werden. Außerhalb des Lagers haben wir nämlich noch hier einen Hebel. Und den müssen wir noch ordentlich setzen, denn der führt am Ende dazu, dass die Farm halt aktiviert und deaktiviert werden kann. Und das ist halt momentan noch nicht irgendwo vernetzt. Das ist, wie ich meine, da müssen wir mal gleich sehen, wie wir das machen. Weil das wäre, glaube ich, jetzt erstmal der nächste Schritt. Was dann auf jeden Fall noch fehlt, sind Rahmen mit Schalker-Shells drin oder mit Schalker-Boxen, je nachdem. Das kann ich auch mal machen. Wenn das dann drin ist und wir noch
Unsichtbarkeitstränke gebaut haben, diese Kiste haben, von der ich am Anfang gesprochen habe, und Banner ordentlich gesetzt sind, dass mir das alles gefällt, haben wir ein nächstes unfassbar episches und unfassbar geiles Projekt, abgeschlossen eigentlich, wenn du so willst. Und ich kann immer wieder nur davon schwärmen, wie krass das geworden ist, ne? Das ist, glaube ich, mit einer der heftigsten Farmen, die wir jemals gebaut haben. Real Talk. Ist so. Teilt sogar nur durch dieses Design, was wir dafür gebaut haben, aber das ist ja jetzt erstmal dahingestellt. Es ist einfach ultra nice. Achso, und oh mein Gott, was ich fast vergessen habe. Wir müssen noch Spawn proven. Ganz, ganz wichtig. Aber First Step ist, das Redstone zu verkabeln. Jetzt aber, komm. Jetzt leuchtet die Fackel. Ja, jetzt leuchtet der Block. Ist ein bisschen umständlich, aber scheiß drauf. Jetzt leuchtet das Ding da auch perfekt. Und man sieht von außen... mein Herz blutet. Das ist die Redstone-Fackel. Oh, das hat man eh schon immer gesehen. Ich bin blöd. Ja, alles gut. Damit kann ich leben. Komm, die eine Redstone-Fackel, die man sieht. Lass einfach. Passt. Lampe leuchtet. Gleich. Kiste voll. Lampe aus. Nachfüllen. Oben. Gleich aus. Farm, Hebel. So ist gut, ne? Ist gleich an. Frag mich nicht, warum ich gerade so eine Wissenschaft aus Hebeln, aus Schildern mache. Das merkt ihr, das ist Perfektionismus. Das ist das Schlimme daran. Das sind die negativen Eigenschaften. Die zeige ich euch auf damit. Genau das, was da gerade passiert ist. Wie lange habe ich jetzt für diese Schilder gebraucht? 2-3 Minuten oder so? Um kleine Texte zu verfassen? Ach du Scheiße, Mann. Alter, das sieht maschallah aus. Also da sieht man halt die Redstone-Technik, wisst ihr? Boah, das triggert mich jetzt innerlich. So lassen wir es, ja genau, so passt mir gut, perfekt. Dann kommt der hier kommt jetzt nach oben, dann schreiben wir nix. Zack. Und hier unten schreiben wir... Easy, das passt gut. Ich überlege halt gerade Real Talk, ob ich das, was man da sieht, auch auf der Seite baue. Einfach nur, damit es gleich ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das triggert mich echt krass. Ja, maschallah. Das sieht doch viel, viel besser aus. Guck mal, jetzt ist es auf beiden Seiten exakt gleich. Das befriedigt mich. Oh, darauf jacks ich heute Nacht safe. Also Redstone muss verkabelt werden, haben wir, ne? Das können wir jetzt offiziell eigentlich abschließen. Redstone haben wir jetzt so komplett, wirklich komplett fertig. Ich sag's zwar ungern, aber den Rest machen wir beim nächsten Mal, Jungs. Also wir haben jetzt nicht mehr viel vor. Es werden jetzt noch Rahmen gesetzt.